Hier ist Folge 201 aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja. Beispiel Baltikum. Die drei baltischen Staaten haben zusammen nur wenige Soldaten, kaum Panzer und keinen Militärjet. Auf der anderen Seite der Grenze hat Russland aber sehr viel Militär aufgefahren. Ohne Hilfe durch die NATO-Partner könnten sich die baltischen Staaten gegen einen möglichen russischen Angriff also kaum verteidigen. Also, wenn das nicht als Kriegspropaganda bezeichnet werden darf, dann weiß ich auch nicht. Wann und wo hat denn bitteschön Russland Estland, Lettland oder Litauen militärisch bedroht? Davon ist überhaupt keine Rede. Politik hat aber seitdem immer mehr Raum eingenommen. Bei RTL West spielt Politik heute eine deutlich größere Rolle. Human Touch hingegen, also das, was man als typische boulevardeske Berichterstattung bezeichnen kann, ging zurück. Ja, bei RTL West war es im Endeffekt so, dass ich sehr überrascht war, wie ausgewogen das Ganze ist. Also gerade die privaten Programme haben ja oft nicht so den besten Ruf, dass man sagt, oh, die machen ja immer nur so seichte Unterhaltungsthemen und kommen mit Crime und mit Promis. Und da war ich dann doch sehr überrascht zu sehen, dass es eben bei RTL West nicht der Fall ist, dass dort auch wirklich politische Themen eine große Rolle spielen, dass auch Wirtschaftsthemen abgearbeitet werden und dass das da sehr ausgeglichen ist, was die Themenauswahl angeht. Ja, nach fast 10 Jahren Fernsehkritik.tv schreiben die mir plötzlich: sehr geehrter Herr Kreimeier, wir haben Kenntnis davon erlangt, dass Sie unter Massengeschmack.tv Ausschnitte aus unserem Sendematerial verwenden. Wir bitten daher höflich um Stellungnahme zu dem Sachverhalt und um zur Verfügungstellung eines Belegexemplars. Herr, auf dich vertraue ich. In deine Hände lege ich mein Leben. Lass leuchten über deinem Knecht dein Antlitz, hilf mir in deiner Güte. In deine Hände lege ich mein Leben. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.